Ja, ich möchte ganz herzlich Gerhard Rössler begrüßen, der heute hier ist. Er ist ein Kollege von Professor Turtur, der auch erst kommen wollte, aber leider verhindert ist. Insofern freuen wir uns sehr, dass sein Kollege heute Zeit hat, um über Raumenergie zu sprechen und diese Erkenntnisse an uns weiterzugeben. Vielen Dank. Michael hat es schon angekündigt, es geht um Energie und es geht um Wirtschaftlichkeit und damit sind wir bei diesem Thema. Wie sieht das aus mit der Wirtschaftlichkeit? Wie sieht das mit Raumenergie aus? Ist das eine Alternative für freie Energie, für freie Menschen, für alle? Sehr viel verfügbar und preislich sehr günstig. Wie sieht es damit aus? Ich hoffe, es geht euch ähnlich wie mir. Ich war so schnell und so stark mit diesem Thema involviert und fasziniert, dass es mich nicht mehr losgelassen hat und dass ich dann auch dazu gekommen bin, in kurzer Zeit hier verschiedene Vorträge zu halten. Auch um den Klaus Turtur hier zu unterstützen, der einfach die Wünsche gar nicht mehr erfüllen kann. So sind hier einige Dinge von ihm dabei, vor allem die wissenschaftlichen Untersuchungen, die er dazu beigetragen hat in den letzten 10, 12 Jahren. Und ich habe noch einiges dazu gepackt, um hier das, was ich in der letzten Zeit sammeln konnte, möglichst in gebündelter Form hier leicht verständlich für jeden in kurzer Form wiederzugeben. Der ganze Vortrag wäre etwa 1,5 Stunden, aber es sollte jetzt nur ein Kurzüberblick sein, deswegen hier gut Viertelstunde. Ich mein Name Gerhard Rössler. Mein ganzes Leben hat Elektrotechnik mich schon begleitet, und das nicht nur im Studium, sondern auch vorher schon und da nicht nur mit der elektrischen Eisenbahn. Und so bin ich in meiner Berufslaufbahn primär mit EDV zugange gewesen, in den letzten 10 Jahren dann als Trainer für spezielle EDV-Software. Das Spannendste an dem Thema Raumenergie ist, dass es jetzt neu aufkeimt und das an vielen Stellen gleichzeitig, aber wir im Grunde total umgeben sind davon und dass auch wir diese Raumenergie schon seit Jahrzehnten und jetzt seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden quasi nutzen. Und insofern ist die Frage, was ist Raumenergie überhaupt? Und es geistern da verschiedene Dinge durch den Raum, ob das nun mit freier Energie oder mit Vakuumenergie oder mit Nullpunktsenergie bezeichnet wird, ist ganz egal. Es geht einfach um das Thema, was in der Physik, jetzt ist es da, was in der Physik noch nicht wirklich so Einzug gehalten hat, auch weil es von verschiedenen Stellen bekämpft wird, wie so manches. Und egal, welche Namen wir dem nun geben, gemeint ist immer das Gleiche. Und wo sind wir damit schon in Berührung? Ein Beispiel ist der Dauermagnet. Dauermagnet heißt Dauermagnet, weil er die Kraft des Magnetfelds nicht verliert. Dieses Feld breitet sich aber mit Lichtgeschwindigkeit aus. Und wenn sich etwas mit Lichtgeschwindigkeit ausdehnt und ausbreitet, dann ist da natürlich Energie mit im Spiel. Und woher kommt diese Energie? Die Erklärung mit Raumenergie ist recht einfach, dass im Kern hier sich die Kraft aus der Raumenergie rekrutiert und im Raum dann aber auch nach und nach wieder an den Raum abgibt. Denn man stellt fest, wenn man es genau untersucht, dass die Energie sich eben nach außen hin mehr, als man das annehmen würde, reduziert und da dann sozusagen ein Recycling passiert. Ein anderes Beispiel sind die Atome und Moleküle, die ja bekanntlicherweise stabil sind. Das steht in jedem Physikbuch und es steht auch dabei, dass es ein Paradoxon ist, weil man nicht weiß, wie das kommt, dass sie stabil sind. Und sie strahlen auch eine Energie ab. Ein Elektron, was kreist, eine Ladung, die beschleunigt wird, muss ein entsprechendes Feld erzeugen und das strahlt sie ab. Und wo kommt diese Energie her? Wenn wir nicht
die Raumenergie als Erklärung hätten, dann müsste irgendwo die Energie des Atoms bzw. des Elektrons weniger werden und es müsste langsamer werden und irgendwann mal in den Kern plumpsen, tut es aber nicht und das auch nicht bei minus 273 Grad. Da kreisen sie mit gleicher Geschwindigkeit. Das ist einfach konstant. Die Atome und die Gegenstände sind sehr konstant. Und da auch eine Erklärungsmöglichkeit mit der Raumenergie. Ein weiteres Beispiel ist die beschleunigte Expansion des Universums, was die Kosmologen festgestellt haben. Und das ist außer Zweifel. Und auch hier ist die Frage, es wäre erklärbar eine verlangsamte Beschleunigung, weil die Planeten sich hier untereinander anziehen. Insofern wäre also nur eine Verlangsamung erklärbar, auch keine konstante Geschwindigkeit, aber es ist eindeutig eine beschleunigte. Auch hier ist es wohl so, dass die Raumenergie da als speisende Kraft dient. Und es gab auch, wann war es, 1987, einen Nobelpreis für drei Physiker, die das entsprechend mit Raumenergie erklärt haben. Ein weiterer Punkt ist die Gravitation, die kennen wir. Wir wissen, dass sie doppelt so groß ist, wenn die Massen doppelt so groß sind. Aber man kennt keine Erklärung bis dato, was sie wirklich erzeugt und wo sie herkommt, wie sie entsteht. Auch da ein Beispiel. Und letztendlich ist es auch die Lebensenergie, die wohl aus der Raumenergie gespeist wird oder die wir einfach begrifflich damit gleichsetzen. Ob das nun jetzt Qi, Prana, Pneuma, Äther oder Akasha-Feld genannt wird, ganz egal. Es ist wohl ein und dasselbe, was die verschiedenen Völker seit Jahrhunderten, Jahrtausenden benutzen zur Energieheilung oder zu anderen Dingen, ist wohl nichts anderes als die Lebensenergie oder als die Raumenergie. Werfen wir mal einen kurzen Blick auf die Geschichte der Energiemodelle in der Physik. Da kann man ganz deutlich sehen, dass immer weitere Energieformen in der Geschichte dazugekommen sind. Vor vielleicht 2000 Jahren in der Antike kannte man nur zwei Energieformen, die potentielle und kinetische, also die Bewegungsenergie. Am Pendel ist das am leichtesten zu verdeutlichen. Beim Durchschwingen unten ist es am niedrigsten Punkt, hat also die geringste kinetische Energie, die geringste potenzielle Energie und dafür die größte Geschwindigkeit, größte kinetische Energie und oben ist es genau umgekehrt. Also hier wechselt es bei jeder Schwingung zweimal zwischen diesen zwei Energieformen hin und her. Und es war vor 300 Jahren, als dann eine neue Energieform entdeckt wurde, nämlich die Wärmeenergie. Und bis dahin meinte man, es wäre ein Stoff, ein durchsichtiger Stoff, der flüssigartig in jedem Mittel, in jeder festen Form enthalten ist. Und das wurde dann erkannt, dass es hier etwas anderes sein muss. Und das war dann der Beginn der Wärmekraftmaschinen, Dampfmaschine und so weiter, wo man Wärmeenergie in Bewegung umgesetzt hat. Und wenn ich Reibung erzeuge, dann kann ich wieder Bewegungsenergie in Wärme umwandeln. Also man kann hier zwischen diesen Energieformen hin und her wandeln. Und es waren dann eben schon drei und nicht nur zwei. Und dann kam vor gut 100 Jahren ein Einstein, der gesagt hat, es gibt auch eine weitere Möglichkeit, Energie umzuwandeln, nämlich Masse ist ein Äquivalent mit seiner bekannten Formel E gleich mc Quadrat, wo nur die Lichtgeschwindigkeit als Konstante mit drin ist. Und man sieht, wie Energie sich aus Masse umwandeln kann. Hat man dann für Atombomben, für Atomkraftwerke eingesetzt, wo nur ein wirklich kleiner Bruchteil an Masseverlust verwendet wird, um ihn in eine große Menge von Energie umzuwandeln. Der größte Teil, wie wir alle wissen, ist leider nicht Masseverlust, sondern bleibt als radioaktiver Abfall übrig. Ja, und nun, 100 Jahre später, gut 100 Jahre später, ist wohl die Zeit reif, eine neue Energieform publik zu machen und in der Physik umzusetzen, da es auch wirklich inzwischen schon unzählige Parallelentwicklungen gibt. Und ich glaube, das ist keine... Wir wären auch überheblich, wenn wir sagen würden, wir wissen alle Energieformen. Wahrscheinlich ist das auch nicht die letzte. Es wird vielleicht auch noch mehr geben.
Gut, aber im Moment sind wir zumindest mal da dabei und das ist, denke ich, keine Überheblichkeit, denn sogar Einstein hat schon gesagt, Erfahrung ist nur ein Ansammeln von Vorurteilen, die wir bis zum 18. Lebensjahr erworben haben. Und es gibt auch einen anderen Spruch zur Wissenschaft, wo der Urheber nicht bekannt ist, aber wir wissen alle, dass Wissenschaft nichts Unverrückbares ist, sondern ein ständiger Weiterentwicklungsprozess ist. Und das sagt man so schön, Wissenschaft ist der gegenwärtige Stand unseres momentanen Irrtums. Ja. Und wo ist der Stand der Wissenschaft in den letzten Jahrhunderten gewesen? Wenn wir es mal kurz verfolgen, am Anfang hat man gesagt, der Raum ist leer, da ist nichts enthalten, er löst sich auf in nichts, in Luft und hat Luft als leer angenommen. Dann hat man vor 350 Jahren festgestellt, dass das Vakuum, dass der Raum nicht leer ist, sondern dass man ihn erst leer pumpen muss, wenn man die Luft rausnimmt, dann hat man ein Vakuum und dann konnte man diesen Versuch mit den Magdeburger Halbkugeln zeigen, wo nicht nur zwei, sondern 16 Pferde das nicht auseinanderziehen konnten, wenn da hier die Luft abgesaugt wurde zum größten Teil. Also da hat man erkannt, dass der Raum erst leer ist, wenn man die Luft rausnimmt. Und seit der Quantenphysik Anfang der 20er Jahre oder spätestens seit Mitte letzten Jahrhunderts weiß man, dass das Vakuum auch nicht leer ist, sondern dass da immer noch etwas enthalten ist, nämlich die Vakuumenergie, sozusagen eine Grundenergie, die überall vorhanden ist. Wenn es leer wäre, dann wäre es auch nicht so gut verständlich, warum man Wärme über einen luftleeren Raum übertragen kann mit Strahlung oder warum wir funken können über einen Vakuum, also einen leeren Raum. Wir können zum Mond und zum Mars funken, auch das funktioniert. Also es muss etwas sein, was hier eine Übertragung ermöglicht. Und wie sieht es jetzt mit den praktischen Geräten aus und mit der Umwandlung von Raumenergie? Darum geht es. Es gibt eine ganze Menge. Es passt auch gar nicht auf eine Folie. Hier hat Professor Tutor mal ein paar Dinge zusammengetragen. Und wussten Sie, dass es so viele Sachen sind? Wahrscheinlich nicht. Das liegt einfach auch daran, dass es bewusst nicht so die Informationen gestreut werden, sondern eher stark gefiltert werden. Und natürlich wird auch vielfach behauptet, dass das alles Scharlatanerie ist und man pickt sich immer wieder Dinge heraus oder bewusst solche, um zu demonstrieren, dass es Unfug ist und kann damit dann natürlich zeigen, da hat wieder etwas nicht funktioniert und damit kann man die ganze Branche natürlich in Misskredit bringen, so wie wir das mit anderen Themen ja auch gut kennen. Aber dass es wirklich funktioniert, das will ich mal mit ein paar Beispielen, nur ein, zwei Beispielen zeigen, und zwar sogar Raumenergiekonverter, die schon länger funktionieren und die auch sogar TÜV bzw. andere Zertifikate haben. Das beste Beispiel ist das Brownsch-Gas, was zeigt, dass wenn man, das ist Wasser mit Elektrolyse zerlegt in Wasserstoff und Sauerstoff und dieses Gemisch ist natürlich hoch explosiv und energiereich und wenn man das dann verbrennt, wobei dann als Abfallprodukt wieder nur Wasserdampf entsteht, dann stellt man fest, es hat eine viel höhere Energiemenge als die, die man für die Elektrolyse reinstecken muss. Und das bedeutet, man kann es zum Beispiel im Großen einsetzen, wie hier als Beispiel von der koreanischen Firma BEST, die es benutzt, um hier die Gasform zu erzeugen und dann hier für Heizung oder für auch Stromgeneration oder andere Dinge das Ganze zu nutzen. Man würde das nicht machen, diesen Prozess, wenn am Schluss man nicht mehr hätte als das, was man hier am Anfang hineinsteckt. Das Gleiche, ja, es ist etwa die fünffache Menge an Energie in dem Wasser
einem Liter Wasser, den ich jetzt aufspalte in Wasserstoff und Sauerstoff, verglichen jetzt mit Öl, Gas, Kohle oder solchen Brennstoffen, die ich hier verheize. Bei Wasserstoff, reinem Wasserstoff, ist es etwa das Dreifache von Gas oder Öl und bei diesem Braunsgas ist es etwa das Fünffache. Und eine Anwendung im Kleineren ist, wenn ich dieses Braunsgas jetzt verwende, um es im Fahrzeug dem Motor zur Verbrennung mit dazuzugeben bei dem Ansaugen der Luft. Und damit kann ich dann etwa 20-30% Sprit einsparen. Ich kann auf der anderen Seite aber zusätzlich auch die Leistung steigern, weil es einfach eine effektivere, niedrigere Verbrennungstemperatur ist. Und ich habe auch vor allem eine Reduzierung von CO2, von Rußpartikeln und Stickoxiden. All das erreiche ich genau damit. Und dass die Energie eben mehr ist, merke ich daran, weil ich den Strom für die Elektrolyse, den hole ich mir von der Batterie oder von der Lichtmaschine und auf der anderen Seite habe ich aber eine höhere Leistung zur Verfügung und weniger Spritverbrauch. Es gibt sogar welche, die sind nur noch nicht serienreif, wo es schon gelungen ist, weitere Einsparungen zu erreichen und sogar einige, die es schaffen, einen Motor nur mit Wasser zu betreiben. Ja, es gibt auch das Ganze in größeren natürlich, wenn es jetzt um Landmaschinen oder um andere größere LKWs oder bewegliche Kraftmaschinen geht. Wer nicht fehlen darf, ist natürlich ein Tesla, der schon vor 100 Jahren in dieser Ecke tätig war. Und ohne ihn wären wir wahrscheinlich überhaupt nicht da, wo wir jetzt wären, denn auf ihn geht eben nicht nur die Benennung Tesla zurück. Das ist, da ist er sehr unter dem Teppich eigentlich und gar nicht so wirklich zur Geltung gekommen. Er hat viele, viele Dinge entwickelt, die wir benutzen nach wie vor, auch nach 100 Jahren, von der Leuchtstoffröhre, vom Zweiphasen-Wechselstrom, Drehstrom, Synchronmotor, Drehstrommaschine, Transformator, Lichtbogenlampe und die drahtlose sowohl Nachrichtenübertragung als auch die drahtlose Energieübertragung, die man dann aber nicht haben wollte, weil ein JP Morgan, der ihn primär finanziert hat, festgestellt hat, Nachrichtenübertragung gut, dann kann ich meine Börsenkurse nach Europa schneller transferieren, aber Energieübertragung für jeden Energie aus der Luft, das ist nicht gut. Wo kann ich da meine Zähler anbringen? Das klappt nicht. Und er hatte sehr viel investiert in Kupferminen und das war natürlich klar, dass das dann nicht ins Konzept gepasst hat. Hier hat er in seinem nagelneuen Pierce Arrow Limousine den Motor ausgebaut, zum Erstaunen derjenigen, die ihm das Fahrzeug zur Verfügung gestellt haben, und hat einen Elektromotor eingebaut und hat ihn gespeist aus einem Raumenergiekonverter und hat damit 150 Stundenkilometer erreicht. Das durfte er dann nicht mehr öffentlich kundtun und hat es dann nur noch für Privatgebrauch irgendwo verwendet. Ja, jetzt nur ein ganz kurzer Überblick, was in einem Gesamtvortrag drin sein könnte und worüber man vielleicht in der nächsten Zeit in den einzelnen Gruppen, je nachdem, wo Interesse besteht, reden könnte. Es geht natürlich um die ausführlicheren Dinge jetzt mit den Grundlagen. Wie ist es in der Physik? Und Professor Tutter hat eindeutig festgestellt, dreimal hat er gedacht, er hätte was Neues gefunden und hat aber dann leider feststellen müssen, es steht alles so in den Physikbüchern und es ist nichts, was er neu entwickelt hat. Es gibt also alles. Und wie sieht es da mit Perpetuum mobile, Energieerhaltungssatz aus? Was gibt es an Beispielen für Raumenergiekonverter? Da habe ich eine gute Bandbreite von 10 oder mehr verschiedenen Dingen. Und die Dinge reichen auch in der Geschichte weit zurück. Sogar das entfernteste ist von 1600 noch etwas, wo es schon ähnliche Dinge gab, die dann als Perpetuum mobile gar nicht angenommen wurden, sondern verlacht wurden und man von daher schon gesagt hat, das kann nur eine Scharlatanerie sein und dann hat man sich gar nicht damit beschäftigt.
Die entspannte Frage natürlich, warum gibt es noch keine Geräte groß auf dem Markt zu kaufen und wann ist jetzt diese Zukunftstechnologie auf dem Markt und wie sieht es mit dem Ausblick aus, was bedeutet das für uns für Aufgaben und was für Möglichkeiten? Und hier möchte ich vor einem Fehlschluss warnen. Es ist nämlich nicht jetzt das Ei des Kolumbus und die Möglichkeit, damit uferlos für uns Energie zum Nulltarif günstig und umweltfreundlich und ressourcenschonend und erdeschonend zu nutzen. Das zwar schon, aber wir haben ein anderes Problem, was damit nicht gelöst ist leider, dass unser Ökosystem, unser Gesamtsystem ein sehr instabiles System ist, was nur durch gewisse Energie, durch die von der Sonne, wie auch immer, stabil gehalten wird. Und wenn hier große Energiemengen dazukommen, unkontrolliert, dann ist das ganze System nicht mehr stabil. Und ein bekannter Physiker, Hans-Peter Dürre, hat das kundgetan, dass wir im Durchschnitt schon bei dem um 30% über dem liegen, was eigentlich pro Kopf an Energieverbrauch für die Erde dienlich wäre. Man kann es damit vergleichen, dass die Erde oder das Ökosystem eine Pyramide ist, die aber nicht aus Stein gemeißelt ist, sondern eben eher ein Kartenhaus ist und wir sitzen oben auf der Spitze. Und wenn wir da zu viel Dinge machen, ob es nun jetzt die Erwärmung durch die Fahrzeuge oder durch die Heizung oder sonst etwas ist, das verändert, wir merken es ja an der Temperatur, wie sie steigt, das verändert das System ganz gewaltig und das ist in Jahrmilliarden aufgebaut worden, langsam aufgebaut worden und hat einen stabilen Zustand gefunden. Und wenn wir jetzt in kurzer Zeit hier große Umwälzungen machen, dann ist das Ganze natürlich nicht mehr stabil und wir merken es, dass an vielen Dingen das eben aus den Fugen gerät. Und hier ist leider die Raumenergie, so gut sie ist und so wichtig sie ist, um die Ressourcen zu schonen, nicht eine zwangsläufige Lösung für unser Problem. Wir müssen parallel mit Einsparungsmaßnahmen und anderen Dingen natürlich wieder auf ein vernünftiges Maß zurückkommen. Wir liegen in Deutschland etwa mit dem Faktor 3-4 über dem Durchschnitt, was für die Erde aus der Sicht von Hans-Peter Dürr normal maximal wäre. Die Amerikaner mit dem Doppelten, also mit 7-fachen drüber und ein Bengalese bei einem Zehntel oder so von dem, was möglich sinnvoll wäre. Also es gibt Möglichkeiten und wir sehen, da kommen wir auch wieder auf die Naturvölker zurück, die haben es gelernt und die wissen, wie man mit der Natur im Gleichgewicht lebt und wir müssen es wahrscheinlich auch wieder lernen. Okay, soweit zum Kurzüberblick. Vielen Dank, Günther.